Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. Heute haben wir einiges zu tun, denn gestern haben wir eine neue Aufgabe bekommen von dem guten alten Abernathy, der kurz vorm Krepieren ist. Aber zuallererst gehen wir zu Silas zurück und sagen ihm, dass wir das Geld zusammengetrieben haben. Er hat zumindest einen Teil davon. Der Rest ist ein Schuldschein, aber hey, besser als gar nichts. Ich meine, eigentlich hat sich da ja eigentlich nichts verändert, ne? Schuldschein ist ja eigentlich nichts anderes als, dass sie Geld schulden. Was sie ja vorher schon getan haben. Was ist das denn? Ach, das ist so ein Bohrer. Coole Sache. Hallo! Fancy threads. That some kind of hibernation suit? Wegen den Gebühren, die du wolltest. You run into any trouble? Alles erledigt. Papierkram, Gebühren und Unterschrift. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Ich hab mir den Arsch aufgerissen. Gib mir mehr. And I'll buy you a drink sometime. Achso, Ruf bei Spacer's Choice erhöht. Du hast erhalten Bitmodul 300. Ich hab da eher an harte Währung gedacht. Du hast verloren, Abernathys Grabgebühren. Achso, klar. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Dankeschön. Abernathy wollte seine Krankheit verheimlichen. Was sagst du dazu? Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Er dachte, du wüsstest davon. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Ich muss dich was anderes fragen. Ja? Da war doch gerade irgendwas von Eugen. Oder Eugene, besser gesagt. Egal, oder Eugen. Wie auch immer ihr wollt. Habt ihr viele Leute an die Plünderer verloren? Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see? Hence the armed guards. Falls du ein Problem mit den Plünderern hast, ich kann mich gern darum kümmern, weil ich werde da ja eh vorbeischauen. Well, if you're gonna go headhunting, talk to Constable Reyes back in town. She pays for marauders by the finger. Worauf sind sie aus, Beute? Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Wieso klauen die Leichen? Wie lange bist du schon Junior Bestatter, Totengräber, was auch immer? Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Tja, da wirst ja mich. So. Was machen wir? Schleichen. Schalte Zugriff auf zugriffsbeschränkte Gegenstände im Verkaufsautomaten frei. Beim Schleichen von Menschen stehlen. Ah, ich kann. Taschendiebstahl habe ich ganz vergessen. Was machen wir denn? Eigentlich sollte ich auch ein bisschen. Ich sollte auch ein bisschen darauf gehen. Na komm, machen wir mal Fernkampf hier. Machen wir. Ich muss eigentlich noch. So. Jetzt habe ich hier. Kritischer Schaden durch Handfeuerwaffen 50% erhöht. Der Schaden, ne, ja. Kritischer Schaden durch Langwaffen, ja gut. Das zählt ja auch dazu, Sniper und so ein Kram, ne. Das ist schon ganz gut. Schwere Waffen, brauchen wir nicht. So, und dann haben wir hier. Taschendiebstahl beim Schleichen von Menschen stehlen. Das möchte ich gerne, ja, bitte. Noch kann ich das ja nicht, ne. Bist du ein Mensch? Wie Fähigkeitspunkte verfügbar? Oder noch?
Nein. Ach, anwenden. Okay. Okay. Nee, Schleichen, im Schleichen kann ich noch nicht stehen. Aber das ist auch noch ein großer Schritt. So, was haben wir denn noch für eine Aufgabe? Stirbroboter? Aber Neffi machen wir zum Schluss. Wir machen Stirbroboter. Ludwig Miller, einer der Wachleute, die den Landplatz im Süden von Edgewater bewachen, ist davon überzeugt, dass die Robotereinheiten die Menschen auslöschen wollen. Er hat dich darum gebeten, einen geheimen Krieg gegen die Roboterplage zu führen. Kümmere dich um den Roboterspeer. Ludwig hat berichtet, dass er einen Speer der Armee der Robotereinheiten nördlich des Landeplatzes entdeckt hat. Um ihm deinen Mut zu beweisen, sollst du dich im Namen der Menschheit um diesen Roboter kümmern. Das klingt doch gut. So verrückte Leute mag ich. Die sind so wie ich. Verrückt. Oh Gott, die zeigen da ja echt alles. So. Waffe erstmal wegstecken. Wir sind hier in der Stadt. Sollte es ganz friedlich sein. Wie ich soll... Der Landeplatz war doch draußen. Kann ich hier irgendwo noch was klauen? Hier gibt es wahrscheinlich doch viel zu klauen, aber ich... Hallo. I appreciate the company and all, but you really ought to leave. You don't want to be seen around me. Ich komme später wieder. Wir haben echt in den letzten Folgen ziemlich viel geredet. Ich will auch mal wieder ein bisschen Action haben. Wir kommen wieder. Definitiv. Wie krank ist denn dies? Alter, alle Organe zu sehen. Die Muskeln, die haben sich echt Mühe gegeben. So, Landeplatz, ja? Was? Was ist das hier? Eine Schaufel. Oh. Alles klauen, was geht. Das ist es, Silas zu Hause, ne? Tja, wenn er nach Hause kommt, wird er sich freuen. Was war das? Ach ja, wir haben übrigens eine andere Rüstung. Zack. Das ist eine nachgerüstete, schwere Power-Körperpanzerung. Hephaistos. Fähigkeit 1. Was heißt Fähigkeit 1? Hier haben wir auch noch irgendwas drauf. Fähigkeit 1. Was ist das für eine Fähigkeit? Rüstung nach Schadenstyp. Whee! Ich habe keine Ahnung, was diese Fähigkeit ist. Fähigkeitskit, Gerät, Panzerung. Keine Ahnung. Wir sind jetzt auf jeden Fall ziemlich fett. Und so fett wie wir sind, sind wir wahrscheinlich auch auffällig. Oh, 3 Stück kostet mich das. Überbrückungskontakt. Ich sollte mehr darauf achten, was ich stehle, ne? Könnten ein paar Nachrichten oder so drin sein. Vielleicht war auch irgendwas da. Naja. Weißt du was? Wir werden schon noch genug finden. Oh, es tut mir so im Herzen weh. Abgesickte Schrotflinte. Granatwerfer. Heilige Scheiße. Ich will Sachen verkaufen können. Ich bin überladen. Scheiße. Ich glaube aber nicht, dass wir so schnell dazu kommen, Dinge zu verkaufen. In der Bar konnten wir das, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Revolver Spacer's Choice. Schaden 37. Oh. Nein. Na, aber was mache ich denn? Ich will den hier wegnehmen. Den hier wegnehmen. Austauschen. Yay! Oh, du kommst jetzt weg. Und der Granatwerfer, den brauchen wir eigentlich nicht. Der könnte natürlich sehr hilfreich sein, aber der ist halt sau schwer. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal um die Rüstung kümmern. Wir ziehen erstmal einen Helm an. Bergausrüstung.
Fertigkeiten plus 5. Tarnungsfertigkeiten plus 5. Ah, schwere Waffen plus 5 und Tarnungsfähigkeiten minus... Ja gut, du kannst weg. Ja. So. Jetzt sind wir noch besser getarnt. Nice. So gönne ich mir das. Müssen wir hier nur irgendwie vorbeikommen? Hier stehen ja auch Gebäude überall. Wie lange wird es denn dauern, hier die Stadt zu erkunden? Da drin geht irgendwas ab. Oder ist das hier? Gucke mal. Aha. Ich habe genug Munition geklaut, um euch alle zu töten. Gar kein Problem mit. Ich muss mal was prüfen. Er schmeißt ja die Munition weg, wie wir gesehen haben, ne? Also in der Animation. Ich lade aber nur eine Munition nach. Hm. Realismus geht anders, Freunde. Aber gut, es ist ja nur zu meinem Besten. Muss man dazu sagen. Hier steht alles leer. Oder ist alles zu, besser gesagt. Hallo, mein kleiner Freund. Glaubst du nicht, dass du damit davon kommst? Es ist mein Loot. Was ist das? Irgendwelche Pollen? Okay, da passiert nichts. So. Hier ist ja der Landeplatz. Und der Roboter muss da hinten irgendwo sein. Ich weiß nicht, ob ich ihn töten soll. Oder ob ich mit ihm reden soll. Kann man mit Robotern reden? Ich weiß es nicht. Hallöchen. Habe ich gesehen. Munition. Mülleimer. Ach, wir hätten noch den Weg hier ganz normal angehen können. Das sehe ich. Oh mein Gott! Damit habe ich nicht gerechnet. Wo lande ich jetzt? Muss ich jetzt alles nochmal neu klauen? Oh mein Gott. Wer rechnet denn noch damit? Ich hätte mich ja geheilt. Wo bin ich? Ah, so, okay. Ich muss nicht alles neu klauen. Aber wir sehen uns gleich da, wo ich gestorben bin. Hallo, was haben wir denn da? Der Mülleimer ist leer. Oh, hier geht's auch noch rein. Das kann ich gut gebrauchen. So, wir sind jetzt fast schon wieder da, wo wir aufgehört haben. Ich weiß nicht, ob wir nochmal sterben werden. Das ist... Oh, Gottes Willen. Ah, Betäubungsschlagstock. Oh. Und ein Dietrich kriegen wir zurück. Geil. So, okay. Das müssen wir irgendwie hinkriegen, Leute. Ich glaube, ich werde mir noch mal kurz einen Inhalator reinziehen. Einfach nur um zu gucken, ob das gut geht. So, wir brauchen erstmal den Revolver. Das hört sich nicht gut an. Wo sind diese Mistviecher, die fliegen? Guck mal da. Irgendwelche Viechers. Aber ich habe Angst zu sterben. Ich hätte jetzt gerne eine schallgedämpfte Waffe, weil was gleich kommt, ist nicht cool. Ich höre die doch. Waren das die? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilf mir, Roboter! Hilf mir! Nein! Du hättest mir helfen sollen, Mann! Hilfe!
Diesmal habe ich kaum Schaden genommen. Respekt an mich, aber ich bin überladen. Oh. Ja gut, ich habe hier auch eine Menge am Start, ne? Also ziemlich viel Essen und Trinken. Wir sollten gleich auf jeden Fall ein bisschen was trinken. Hab nur noch ein... Nee, das ist Adreno. Achso. Injektor zum Anregen der Zellheilung. Heilt binnen 2 Sekunden 25% Leben. Oh, ich habe auch hier noch. Den medizinischen Notfallinhalator. Achso. Verstehe ich noch nicht ganz. Na gut, was haben wir hier? Mac 2, Rucksack. Oh, Rucksack? Höhe Tragekapazität. Ja, wie mache ich das? Optionen? Fallen lassen? Reparieren? Was haben wir hier? Dietrich. Überbrückungskontakt. Captain-Ausweis, den haben wir gefunden. Nach dem bedauerlichen Dahinscheiden von Alex Harfron. Achso, nee, das ist das. Hier haben wir noch eine Menge Zeug. War es verschrottet? Ja, ich bekomme ja irgendwas dafür, oder? Keine Ahnung. Verkaufserlös. Ah, ich kann das verkaufen. Halskette. Ja gut, jetzt habe ich irgendeinen Scheiß verkauft. Aber ich bin immer noch über... Ach, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, Leute. So, Betäubungsstock. Wir haben ja noch den Kollegen hier. Einhandwaffe. Stufe 4, Stufe 2, 89 Schaden. Aber Schockschaden. Nein, ich will... So, dann entfernen wir den hier. Ich bin eh ein Fan von leichten Waffen. Auch wenn es eine Einhandwaffe war, ja, aber... So. Ich bin immer noch überladen. So, ich muss trinken und essen. Gut, dann trinken wir ein bisschen. Reicht das, wenn ich das hier saufe? Hat es geholfen? Ich glaube schon, ne? Ja, ich bin voll mit Trinken. Jetzt noch was essen. Natürlich die Lebensregeneration, das halte ich, spare ich mir auf. Nikotinrausch. Oh, Bananen. Was esse ich denn? Grundleben. Ah, das hört sich doch gut an. Kann ich noch was essen? Noch was essen? Okay. Ich bin immer noch überladen. Wodurch denn? Von dem Fleisch, was ich da aufgehoben habe, oder was? Da. Gewicht 1. 4 von 5 Ärzten raten davon ab, diesen rohen, blutigen Fleischklumpen zu essen. Komm, weg mit dir. Ich muss mein Zeug loswerden. Ich bin immer noch überladen. Hä? Wo sehe ich hier mein Gewicht? Charakter. Tragekapazität 100 Kilogramm. Unterirdisch. Malus, keine passiven Lebensregenerationen. Achso. Ja, gut. Ja, wie viel trage ich denn jetzt? Ich sehe mein Gewicht nicht. Ach doch, da. 44 von 100? Bin ich irgendwie krank oder so? Ich bin irgendwie langsamer. Aber ich bin nicht überladen. Hat der Hund mich verkrüppelt oder so? Egal. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Technik. Ich habe keine Technik. Das ist ein Schrottplatz, keine Werkstatt. Navigation systems have determined this location as Spacer's choice. Designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. Gleich kriegt ihr eine geballert hier. Damage to navigation systems detected. Attempting to return to designated repair bay. Error. Navigation systems failed. Na gut, aber wir sind ja ein Schurke, ne? Ich kümmere mich einen Scheißdreck um Technik. Den Typen verprügele ich mit meinem Betäubungsstock.
Einige Gegner sind verwundbar oder resistent gegen bestimmte Schadensarten. Ich denke ich mal, habe ich ja alles richtig gemacht. Und ich kriege sogar noch Loot. Nice. Yay! Yeah. Okay, dann wird's Zeit, die Hundis da hinten in der Ecke Platz zu machen. Ey, ich bin doch langsamer geworden, das kannst du mir doch nicht erzählen. Bin ich verbuggt oder? Ich kann ja meine Füße nicht mal sehen, ob ich humpel. Laufe ich schneller, wenn ich nach unten gucke? Warte, das muss ich mal kurz prüfen. Ich sehe nicht verletzt aus. Dann schleichen wir halt hier ein bisschen durch die Gegend. Laufen können wir jetzt vergessen. Ich dachte schon, das wäre irgendein Viech gewesen. Ey, ich bin hier voll am Schleichen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber ich muss gleich auf jeden Fall irgendwie mal ins Bett. Das heißt, wir geben die Quest ab, gehen nach Hause und... Oder gehen nochmal kurz in die Stadt und verkaufen Sachen. Alter, ist das dein Scheiß Ernst, wie langsam ich bin? Ich muss eigentlich ein paar Sachen verkaufen. Ich will sie nicht wegwerfen, das gehört sich nicht. Ah, so langsam. Das ist bestimmt die Müdigkeit. Das kann sein. Hey. Bring us honor, Soldier. Du musst dir um den Speer keine Sorgen mehr machen. Er ist tot. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its headcase? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one. And the enemy is legion. What you need is an equalizer. A weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory. Behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Du hast eine Geheimwaffe auf dem Klo versteckt? Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Das ist bestimmt die Waffe, die ich jetzt habe. On the double soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Okay, wir müssen rein. Finde Ludwigs Geheimwaffe. Ich hätte schwören können, dass... Ach Gottes Willen! Dass es die Waffe ist. Wir gehen gleich... Oder ist das hier so eine Art... Das kann sein. Das kann sich hier so ein bisschen wie Dark Souls ist. Ab der Hälfte ist man langsamer. Das kann sein. Das müssen wir überprüfen. Sobald wir ein paar Dinge verkauft haben. Aber wir müssen auf jeden Fall, wenn wir zu Hause sind, nochmal in die Werkstatt gehen und gucken, was wir an unsere Waffen so anmotzen können. Wobei, es sind ja letztendlich nicht meine Endwaffen, die ich hier habe. Ne? Also, ich weiß nicht. Ich finde es immer so traurig, Sachen zu verschwenden. Alter, kannst du bitte noch langsamer laufen? Ein Store, da möchte ich rein. Ich möchte Dinge verkaufen. Hey du. It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. Das Essen würde ich auch sehr, sehr gerne aufbewahren. Hatte ich nicht eine Truhe bei mir? Ich weiß es nicht. Music to my ears. Händlerfähigkeiten. Deine Händlerfähigkeit entspricht deiner höchsten Dialogfähigkeit und wird verwendet, um beim Kauf und Verkauf von Preisen für Händler festzulegen. Alles klar. Ich will Sachen verkaufen. Ja, ich habe hier ziemlich viel Zeugs. Dann muss ich loswerden. Zum einen hier meinen ganzen Schrott. Hier eine Wurfballkarte zum Sammeln. Verkaufen. Eine hübsche Halskette für Leute, die auf Halsketten stehen. Tolle Beschreibung.
Die Arm- und Flügelmembran eines Pterorochens. Davon haben wir 4. Diese Energiekanister enthält die Energiezellen für eine Robotereinheit. Ich weiß nicht, ob wir die lieber behalten sollten. Egal, ich brauche Geld. So, eine ehrliche Haut hier zu sein. Ist das Nützliches? Ach, das hier ist Schrott. Das ist allgemein. Aber weißt du was, du bist scheiße schwer. Ich dachte, ich habe dich rausgeworfen. Ich dachte, ich habe dich auch rausgeworfen. Habe ich das nicht rausgeworfen? So, Verbrauchsgegenstände. Die werden wir alle höchstwahrscheinlich brauchen. Die wiegen ja alle nicht viel, ne? Nein, nein, ist alles gut. Die wiegen nicht viel. Die Frage ist, wie viel wiegt Munition? Nichts, perfekt. Wir haben nur eine Waffe, die wir nicht gebrauchen können, ne? Ja, das ist die Schrotflinte. Ausgerichtet. Oh, Gegenstände reparieren. Ja. 348 Bits. Das ist das, was ich gerade bekommen habe für den ganzen Scheiß. Bin nur so scheiße langsam, oder? Ja, gut. Ich würde sagen, zum Schluss, einmal kurz auf der Karte, dann nochmal zum Landeplatz. Ich weiß, in meinem Let's Play wird alles ein bisschen langsam ablaufen, aber ihr müsst bedenken, wir spielen hier auf einer harten Schwierigkeitsstufe, auf der härtesten. Das bedeutet, es dauert halt also seine Zeit und das, ich mag das eigentlich. Ich mag das eigentlich, wenn man sich so für ein Spiel Zeit nehmen kann. Man ist nicht in Eile, man macht hier sein Ding, verpasst irgendwelchen Leuten Headshot und läuft dann in sein Haus. Okay, dem mache ich nicht wirklich viel Schaden. Oh Gott, ich bin ja langsam. Leute, beschützt mich, solange ich nicht zu Hause bin. Aha! Puh. Ich hoffe, ich werde das nicht bedauern, wenn ich raus muss. Ich habe nämlich keine Schnellreise. Ich kann nur hierher schnell reisen. Jetzt schlafen wir eine Runde und dann gucken wir, ob wir dann wieder normal laufen können. Ja, ich war müde. WTF, es war Müdigkeit. Wer hätte das gedacht? Wir gucken jetzt mal kurz raus, ob hier alles noch in Ordnung ist. Ja, Leute, wir haben gleich auf jeden Fall ein paar Leichen zu looten. Und wir wollten die eh töten, also von daher. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und hoffen, dass wir dann den Weg nach draußen überleben. Wieso ist da oben einer? Wieso ist da oben einer? Oh Gott, die sind doch nicht bei mir hier drin, oder? Haut rein, ciao.